Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur vierten oder fünften Set-Review. Ja, heute mit dem Set 75043. Wir machen wieder eine Set-Review, ja, weil wir merken, dass das bei euch ganz gut angekommen ist, ja. Und ja, wir fangen heute mit dem Set mit der Nummer 75043 an. Eigentlich, ja, das ist der ATAP. Das Set hat 717 Teile. Und 5 Minifiguren. Wie ihr sehen könnt, einmal hier Cap Commander Kree, ein Superkampf-Druide, 2 normale, ein Commander-Druide. Aber zu denen kommen wir später noch. Ja, und ein Luke. Ja, und Altersfreigabe von 8 bis 14 Jahren. Aber wie davor, wie immer sagt, es ist für jeden geeignet. Fangen wir einfach mit Commander Kree an. Und ja, dann bauen wir uns vor. Dann bis gleich. Ja, das ist Commander Kree. Und ja, wie ihr wisst, zweite Phase. Ja, warte, ihr könnt mal schauen. Das ist der Helm aus der zweiten Phase. Schaut so aus, ein bisschen gräulich mit ein bisschen grün. Wie davor, auch wieder mit diesem grünen im Gesicht. Das schaut also nicht so richtig gut aus. Aber der Helm hat schon getroffen. Wie davor, das gleiche Gesicht mit diesem Gesicht. Ein ganz normales Blaster haben die. Dann kommen wir mal zu der Figur. Eine Lego-Figur groß. Dann schaut es aus, als hätte er so welche Träger. Ja. Hier unten Beinbemalung auch alles. Am Arm leider nicht. Rückenbemalung. Ja. Dann hier auch noch so kleine Verzierungen. Kann ja mal kurz zeigen. Von vorne. Von der Seite. Also von der Seite ist nichts Besonderes. Man denkt, es ist ein Mensch mit grünem Oberteil. Dann von hinten. Dann schon wieder von der Seite. Von vorne. Dann schnell den Kopf noch drauf. So schaut er aus. Mal auf deine Position. Mensch, und dann hier halt noch die Waffe drauf. So schaut er aus. Jetzt kommen wir zur nächsten Figur. So, ich habe hier Traful. Eine sehr schöne Minifigur. Die sehen wir jetzt aber hier genauer. Eigentlich ist diese Figur aufgebaut, dass das hier. Oh, jetzt habe ich kurz den Oberkörper abgenommen. Das ist ein bisschen schwierig. Es ist eigentlich nur ein ganz brauner Oberkörper. Und ja, einfach ganz braun. Und hier diese Beine, aber dieses eine Teil hier ist meiner Meinung nach so schön detailliert und wirklich so schön geworden, dass diese ganze Minifigur einfach heraussticht. Und ich muss es kurz zusammensetzen, so, und wirklich grandios aussieht. Sieht wirklich so wie ein sehr schöner Wookie aus, hier mit hinten den Haaren und so. Und mit dem Fell dann auch noch super schön detailliert. Und ja, es gab ja früher immer diese Chewbacca-Wookies da. Die waren aber immer so auf einen normalen Lego-Körper bedruckt. Und das ist jetzt hier sehr schön gelöst mit diesem einen Teil hier, was alles sozusagen zu so einer schönen Figur macht. Und wir sehen hier halt dieses Teil hier vorne, dann sehen wir hier den Gürtel. Und das Schöne ist auch, es ist 3D. Es ist so, ja, schön halt. Dann dieser Schutz hier und dann noch diese Haargummis, sage ich jetzt mal. Und hier hinten der Gürtel, auch wieder 3D. Und das ist wirklich meiner Meinung nach sehr gut gelungen, aus diesem Plastikteil so gute Sachen herauszuholen und die Figur so gut zu machen. Und dann muss ich halt noch hier das Gewehr. Das ist ein ganz normales, ich glaube, sagen wir mal, altes Piratengewehr von Lego. Das haben sie jetzt für ihn benutzt, aber ist nicht so schlimm. Ich finde, es hat immer noch seinen Stil. Ja, kann man ganz normal hinknipsen an die Figur. Ja, also, dann machen wir weiter mit der nächsten Figur. Ja, das ist eigentlich jetzt nicht so eine richtig spannende Figur. Es ist einfach ein Superkampf-Druide, den eigentlich jeder kennt.
Einfach, das ist dieser gräuliche. Früher gab es ja auch, glaube ich, diese lilanen. Und ja, das ist halt die Figur. Kommen wir gleich zum anderen normalen Druiden, weil das ist, die kennt eigentlich jeder. Ja, bis gleich. Ja, das ist ein normaler Druide, wie ihn kennt aus Star Wars, Clone Wars oder Star Wars. Die Idioten halt manchmal. Die gibt's eigentlich überall. Und naja, ich zeige einfach nochmal schnell. So, Kopf, den finde ich eigentlich voll cool, den Kopf. Weil die gucken immer dann so abgehoben. Jetzt würde er gleich so runterfallen. Die Arme kann man auch so ausbreiten. So. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem letzten Figur. Ja, das ist ein Druide mit dem Gelben hier oben drauf, wie ihr sehen könnt. Und zwar ist es ein Druidenkommander. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aus dem Buch zeigen soll. Aber, warte, ich kann es hier mal schnell hochgehen. Man sieht es dann hier. Das ist dieser Druidenkommander. Und ja, warte, das ist... Achso, ja, das ist ein hellblauer gewesen. Das ist dieser Superkampfdruide, den meinte ich. Ja, das sind halt diese Superkampfdruiden. Die blauen sind halt diese Druidenpiloten und die roten halt die Sicherheitsdruiden. Kommen wir jetzt mal zu dem wieder zurück. Muss ich wieder auf das Gestell drauflegen. Jetzt ist es schief alles, jetzt so. Ja, wie ein normaler Druide hat halt nur noch hier hinten am Hinterkopf und dann noch ein bisschen nach vorne dieses Gelbliche. Und dann halt hier noch so einen kleinen Punkt. Warte, ich kann hier ganz normal an die Kamera rangehen. Bin jetzt unscharf. Diesen gelben Punkt. Wie ein normaler Druide. Und ja, jetzt kommen wir mal zu dem Set. So, bevor wir zum eigentlichen Set kommen, zeigen wir hier nochmal kurz die Anleitung, die, ja, wo man das aufbaut. Das Set ist ein bisschen älter, deswegen noch das Darth Vader Logo und nicht das Kylo Ren Logo, was jetzt... Ja, hier seht ihr auch diese Landschaft mit Kashyyyk noch hinten dran. Ja, so im Hintergrund sieht man hier Wasser und Droiden, hier kleine Schusseffekte und dann noch dieses grüne Teil. Ja, das Set hat nur noch eine Patrone extra, also Ersatz. Ja. Das hier seht ihr eine und da... Dazu kommen wir aber auch gleich. Und die Anleitung besteht aus zwei Teilen. Eins. Yeah. Eins und dann gibt es noch die Nummer zwei. Ja, also nicht ganz dick. Ist halt so eigentlich, aber wird dann halt so... aufgemacht. Anstatt so halt. Ja. Und ja, dann kommen wir zum eigentlichen Set. Und zwar, Entschuldigung, meine Füße waren im Weg. Zwar, es hat insgesamt eigentlich 4 Kanonen, sagen wir. Einmal hier unten, dann da und dann da. Ja. Das sind halt diese 4 Hauptkanonen, die halt nur nach vorne schießen kann. Die schießt halt noch nach unten, nach rechts, nach da halt. Ja, dann... dazu, ich würde mal die Kanonen kurz nehmen. Also ja. Hier sehen wir alle drei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gegen die Kamera schießen soll. Aber ich schieße jetzt mal kurz. Hoppala. Ja. Diese neuen Raketen sind ja gut gelungen, weil die alten Raketen sind ja immer nur ein paar Zentimeter geflogen. Und die hier sind wirklich nochmal... Die fliegen halt mega geil. Wir können sie ja mal hier hinstellen. Und ja, nicht ein paar Zentimeter, sondern es fliegt schon mit Dampf. Jetzt mal gegen die Mauer hier. So, das ist richtig Dampf. Und ja, jetzt kommen wir mal zu da oben. Opa, da ist mir was egal. Hier oben kann, also ich sag jetzt, da oben sitzt Commander Cree. Kann auch, naja, das geht ja nicht so richtig gut. Da, ja, das ist es. Dann dahin. Oh Gott, ich habe da die Figur noch nicht rausgetan. Ja, egal. Sagen wir, ich zeige das einfach. Und zwar, die gehören nicht dazu, aber trotzdem. Das sind halt diese zwei Trooper, die halt da drin halt rumsitzen, chillen ein bisschen und gucken halt, was da kommt. Das ist jetzt zum Beispiel das hier. Ja, es gibt ja noch so ein gegensätzliches Set. Ich versuche jetzt kurz mal das hier dran zu machen. Es gibt hier dieses gegensätzliche Set hier. Dazu mache ich das nochmal kurz auf. Wäre schön, wenn du es mal aufmachst. Diese Anzeige hier zeigt diesen Jäger da von den Separatisten. Und dazu gibt es ein extra Set, was sich wahrscheinlich gegeneinander so ein gegensätzliches Set, wo die zwei sich bekämpfen können. So ist es anscheinend gedacht. Dieses Set hat 3 Beine. Einmal
die normalen richtigen Beine. Und dann noch kommen wir zu der schönen Funktion des dritten Beins. Du hast schon wieder was runtergehauen. Entschuldigung. Ja, das schaut dann so aus. Das dritte Bein. Das ist auch ganz geil, dass man das rausfahren kann. Schöne Funktion. Und ja, wir zeigen euch noch jetzt kurz, wie man das einklappen kann. Und ja, weil wenn man das hochtun würde, dann würde es ja eigentlich immer runterfallen. Und dazu drehen wir das kurz mal um. Ist eine Lego-Technik-Funktion da unten. Also das ganze Teil besteht eigentlich fast nur aus Lego-Technik. Voilà. Weil vor allem die Beine aus diesen neuen Teilen da sind, die sich so miteinander kombinieren, die man dann so dreht. Das war den da, dieses, ja. Ja, also das ist eher so, sagen wir mal, weich gehalten. Das kann man so ganz leicht drehen und so. Und deswegen muss man halt ein bisschen mit ruckartigen Dingen. Aber das sind, ich glaube, das ist das erste Mal, dass diese Teile hier benutzt wurden, diese aussehen wie... Nein, es gibt, glaube ich, noch so mehrere davon. Die so... Ja, vom AT-AT gibt es auch die noch dann. Ja, aber ist eine gute Funktion. Mal so sehen, wie ich das da hier mache. Wenn sie so eingeklappt. Da hinten gibt es einen Hebel, glaube ich. Oder? Ja, so ein Hebel. Der schaut dann hier so aus. Den macht man so auf. Dann kann er rein. Oder ja, aber so. Ich glaube, es gibt einen extra Hebel zum. Keine Ahnung. Dreh mal um. Nein, da gibt es keinen Hebel. Ja, also man kann das hier raus tun oder natürlich festmachen. Ja. Gut, dann hinten halt noch so welche Schutzdinger. Und? Alles reinlassen. Ja, wo da sind oben denn die Figuren? Ich meine Commander Gree. Entschuldigung, Commander Gree ist hier. Den kann man dann natürlich auch oben drauf tun, was ich immer mache. Hier sehen wir noch vorne so einen kleinen Aufkleber, der so ein paar Details noch hat. Und hier dieser Sitz mit diesem Teil hier, ganz schick. Und die Kanone ist wirklich schön detailliert. Vor allem, mir gefällt sehr die Kanone. Und die da unten, die sich auch so drehen kann, ist auch immer sehr schön mit anzusehen. Da unten halt die ganze Zeit so rum. Dann gibt es noch solche Luken, wo man reingucken kann. Hier. Ja, die gibt es auf beiden Seiten. Also kannst du nochmal drehen. Ja, und vom Äußeren finde ich es wirklich schön mit diesem Grünen und vor allem auch schön detailliert, diese Teile hier, dann immer, also hier unten wurde mehr detailliert, hier ein bisschen weniger, aber das macht auch eigentlich nichts, weil das sieht man nicht so richtig, also trotzdem ist es ein wirklich schönes Set geworden, vor allem mir gefallen die Minifiguren dazu sehr gut und man kann das sehr gut zu irgendwelchen Kashyyyk-Mocs hernehmen. Und ja, jetzt sind wir am Ende angelangt. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ja. Wenn ihr mehr solche Reviews sehen wollt, lasst doch einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal.